Seit dem letzten Part sind ungefähr 10 Stunden vergangen. Ich erinnere mich, habe damals ja den schwarzen Hauptmann besiegt. Mittlerweile sind wir hier auf einer neuen Map, praktisch das Nurnenmeer. Als man sieht, eine wunderbare Landschaft, nicht so wie die alte. Einfach alles grün, wunderbar, wenn nicht die ganzen Uruks noch da wären. Hier zur Übersicht. Also wir können jederzeit auch nach Udyn zurückreisen. Die Map ist ungefähr genauso groß wie die andere. Also es gab hier genauso viele Aufträge, Zwischenfälle, also Aufträge und Sammelbares. Davon habe ich so einige schon erledigt. Können wir mal drauf gucken. Ich mag sogar behaupten, dass mittlerweile... Ja, ich bin schon bei 90% des Spiels. Ja, das dürfte, glaube ich, hinkommen. Ja, mit dem, was ich alle schon gesammelt habe. Hier meine Fertigkeitspunkte. Habe auch schon ziemlich viel freigeschalten. Gekauft auch schon alles. Und, stimmt sogar. So 91,9% alles abgeschlossen. Hier 3 Hauptaufträge fehlen noch. Dann ein paar Rettungsaufträge. Die Schwertlegenden schon vervollständigt. Gab eine schöne Trophäe dafür. Ebenfalls die Jagd- und Überlebensherausforderungen und natürlich die sammelbaren Artefakte, und das ist echt zeitraubend gewesen. Aber also, ich bin froh, dass es vorbei ist. Aber jetzt möchte ich euch eben noch ein bisschen die schöne Welt hier zeigen, weil, also da lohnt sich es echt rumzurennen. Wenn, vor allem bei Sonnenaufgang, wenn die Sonne so ein bisschen schief steht und der ganze Schatten über den Uruk und du dich an den Uruk von hinten ranschleichst und... Ja, ich möchte nicht zu viel verraten. Es gab auch ein paar neue Funktionen, die fand ich echt super, was man alles so erlernen kann mittlerweile. Den Auftrag möchte ich mit euch nachher spielen. Aber das möchte ich euch jetzt erstmal so zeigen, wenn wir hier einen Uruk gleich finden. Na? Sieht aber ziemlich karg aus. Dann gehen wir einfach mal darüber. Eine Welt mit großen Klippen. So. Schleichen ist immer gut. Man kann... Oh, jetzt habe ich zu lange gewartet. Ach Mann, nee. Man kann Uruks Brandmark. Das zeige ich euch jetzt, wie das geht, wenn ich es schaffe, wenn der jetzt... Nein, ich schaffe es mal wieder nicht. Jetzt habe ich bloß die Sklaven befreit. Das ist... Ah! Jetzt habe ich einen gebrandmarkt. Das heißt... Jetzt habe ich nochmal einen gebrandmarkt. Sehr schön. Einmal Land eigentlich. Dieser Uruk gehört jetzt zu mir. Ich fand das mega klasse. Also praktisch der gehört zu mir und also der... Die anderen checken das nicht. Die nehmen ihn als Artgenossen immer noch hin. Aber wenn er jetzt praktisch jemand zieht oder ich ihm einen Befehl erteile, dann kämpft er für mich, und das ist echt klasse. Ich kann aber natürlich auch alles beenden, indem ich das drücke und dann sterben sie alle. Also das ist alles möglich. Ja, auch Todesdrohungen kann man mittlerweile aussprechen. Es ist, gab ganz viel, also ganz viele neue Funktionen kann man sich da freischalten in dem Spiel. Das finde ich echt sehr gut gemacht. Braucht man auch alle für die Aufträge so. Und jetzt... Bam. Ich mache immer gerne diesen Überraschungseffekt. Einfach mal ins Feuer schießen und dann alle kaputt machen. Hier, das wäre nicht der Schleich-Brandmarkungsangriff. Kann man auch links unten sehen, dass dann praktisch der Pfeil jetzt blau geworden ist und die roten, naja, der kämpft auch schon. Da haben sich auch schon 2 gefunden. So, jetzt gibt es Dresche, da wollen wir aber nicht zugucken. Da hinten ist auch schon ein Hauptmann, der unter meinem Befehl regiert. Ja, wir starten mal diesen tollen Auftrag. Jagdkumpanen. Ach, der Torwin. Den haben wir getroffen. Ist so ein kleiner Jagdkumpel von mir jetzt. Und der will mit mir, ich glaube, das ist das letzte dieser Reihe von diesem Auftrag. Wir wollen einen großen Grauk stellen.
besiegen. Ja. Wir wollen uns dem stellen und ihn besiegen. Schauen wir mal, was rauskommt. Und da ist er auch schon. Ich hoffe, meine Narben erschrecken dich nicht. Nein, im Gegenteil. Ich trage selbst ein paar. Sicher! Was für Narben kann man beim Schwarzen Tor schon bekommen? Splitter? Oder hat deine Stimme gelitten, als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest? Sei vorsichtig. Meine Narben verlaufen äußerst tief. Der mächtige Krauk hat mir die hier verpasst. Außerdem hat er meinen Jagdgefährten erwischt. Also, was nun? Eine weitere Lektion für dich, Jungchen. Vielleicht kommst du diesmal ohne Narben davon. So, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Auf Krähbein schießen als Vorbereitung für den mächtigen Grauk? Du willst Grauks jagen? So sei es. Aber nicht irgendeinen. Das ist ein seltenes Exemplar. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Sag, Jungchen, hast du je einen Grauk erlegt? Heute töte ich den ersten von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger. Mein Bauch sagt mir, oh, der dass ist schön. Du überleben könntest, Jungchen. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben. Und riesig. Du hast doch sicher einen Plan, um den Grauk zu bezwingen. Den habe ich, Jungchen. Und da du so gut Befehle befolgst, erkläre ich ihn dir Schritt für Schritt. Erster Schritt. Wenn er an einem Uruk nagt, schleich dich an die Bestie ran und bring sein Fußgelenk zum Bluten. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Grauks nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graukferse genannt. Ich soll mich an die Bestie heranhirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalmt zu werden, ja! So, der Torwin wartet hier jetzt auf mich. Und ich, ja, muss mich jetzt ranschleichen und an seine Ferse mich heften. Ah, okay. Was? Hey? Warum? Warum habe ich das? Wie, ich bin so weit vom Auftragsgebiet entfernt. Mann, ich habe mich doch hingenähert. Gut, wir wiederholen das nochmal und hoffen, dass wir das nicht nochmal alles durchhören müssen. Ja, es klappt heute nicht immer, ne? Also, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Oh nein. Auf Krähbein schießen als Vorbereitung für den mächtigen Grauk? Du willst Grauks jagen? So sei es. Aber nicht irgendeinen. Das ist ein. Und hören wir uns das Ganze mal nochmal an. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Sag, Jungchen, hast du je einen Grauk erlegt? Heute töte ich den ersten von vielen. Von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger. Mein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist. Was gut gemacht ist, wenn der Grauk sich bewegt. Du hast doch sicher einen Plan, um den so Grauk zu bezwingen. So vibriert den mein Controller. Und da du so gut Befehle befolgst, also bei jedem Schritt so ein kleiner ich in dir Schritt Touch. Für Schritt. Jetzt geh ein bisschen schneller. Wenn er an einem Uruk naht, schleich dich an die Bestie ran und bring sein Fußgelenk zum Bluten. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Grauks nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graukferse genannt. Ich soll mich an die Bestie heranpirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalmt zu werden, ja! Okay, ich gehe erstmal zu ihm. Das war wohl mein Fehler. Da ist er! Jetzt hat er. Was für ein prächtiges Exemplar! Das ein prächtiges Ende findet. So, anschleichen und zack, und wegrennen, ne? Jetzt blutet er. Ah, hau ab, schnell, schnell, schnell. Und ich muss ihn jetzt... Das Blut lockt Karagor an! Ah, ich muss erstmal Karagor an...
Du bist nun so schnell wie der Grau. Lass dich von ihm jagen. Ich erwarte dich. Okay, hier da oben ist er. Mein Kumpel, oder? Oh, nein, Moment, ich muss erstmal ihn zum dem Grauk wieder führen. Ohne Karagor bin ich zu langsam. Grauk, Karagor, was? Moment. Ich überlege gerade, was muss ich denn tun? Besteige einen Karagor, da oben steht's ja eigentlich, ne? Komm mal her. Wahrscheinlich habe ich jetzt zu lange gewartet. Und der geht kaputt. Ja, der ist ja schon kaputt. Den kann ich jetzt nicht mehr besteigen. Dann holt der nächste. Kommst du ein bisschen her? Jetzt hat er mich gesehen. Sehr gut. Da sollen wir doch nicht folgen. So, ich mache das wieder so klasse, ne? Komm her. Sofort. Okay, und wo ist er jetzt? Ach, da oben. Hi! Jetzt habe ich ihn irgendwo reingebissen. Ich muss diesen Grauk zu Torven führen. So, jetzt habe ich diesen Grauk mit... Gut, das musste ich jetzt... Wie machen? Betäube. Schieße ihm in den Kopf. Und jetzt? War das gut oder ist das jetzt wieder ein Spielfehler? Nein, ich glaube, das war richtig. Das ist Schritt 4. Es gibt keinen vierten Schritt. Er sollte tot sein. Du musst es falsch gemacht haben. Ich befolge deine Befehle. Tja, das ist dein Problem. Denk selbstständig. Dann? Ich habe eine Idee. Was tust du da? Oh oh. Was ist denn das für eine Idee? Oh, ja, nichts Falsches jetzt zurück. Dann bin ich erledigt. Nein, er hat mich! Schnell, dann weg! Grund, du bist gestorben. Ha. Na, jetzt weiß ich wenigstens, was auf mich zukommt. Diese Kreise zum Schluss praktisch werden, wenn man den Stick da reinführen muss und dann einen bestimmten Knopf drücken muss. Das ist schon immer ein bisschen heavy, weil ich drücke da gerne immer was Falsches. Du musst es falsch gemacht haben. Ich befolge deine Befehle. Tja, das ist dein Problem. Denk selbstständig. Aus der Hast heraus. So. Ich habe eine Idee. Was tust du da? Diesmal aber. Diese Dreieck, R1-Dreieck-Kombination ist ja nicht so schlimm jetzt. Aber nun, ne? War ich schon gerade gefasst. Das nenne ich einen Jäger! Und das ist ja jetzt mal mega cool. Der ist jetzt unter meiner Kontrolle. Sie können Uruks greifen und essen. Oh cool, das machen wir jetzt mal. Mehrere auch Jäger! Aber nur dem Namen nach. Hallo, yam 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 yam. Das ist also schon ein bisschen. Und stampfi, stampfi, stampfi. Ich
Wir haben den zu zweit Gitter so erledigt und diese ganzen Orks, die haben gar keine Chance. Das ist halt schon ein bisschen bitter, ne? Und neuen Fertigkeitspunkt. Das freut mich so. Okay, die Steuerung ist sehr... Dein Leben endet durch den Stich meiner Klinge. Oh, jetzt muss ich ihn noch töten. Nein. Muss ich wohl. Ach komm. Na gut. Das tut mir leid. Das ist echt schon ein bisschen bitter. Der Arme. Und ja. Es ist schon... ein bisschen ungewöhnlich, einen Grauk zu reiten. Etwas Improvisation schadet nie, was? Na gut, Jungchen, das war's. Du hast Instinkt, Köpfchen, Respekt. Das Training ist vorbei. Du hast Schneid. Und jetzt machen wir uns die Hände schmutzig. Ja. Oh, heißt es, da kommt noch ein guter Auftrag hinten nach? Das wäre natürlich klasse. Können wir ja gleich mal holen. Der große weiße Grau. Die sieben Ringe der Macht haben die Zwergenkönige nicht zu Geistern verwandelt, wie es die neuen Ringe mit den Menschen taten. Sie sind unbeugsam wie Stein und können nicht durch das Böse beherrscht werden. Deshalb schwor Sauron, sie zu vernichten. Ja, unser Geist, immer weise Worte bei sich, gell? Da ist unser Kumpane eben... Der tut uns nichts. Da können wir ganz nah rangehen und der hat uns einfach nur lieb. Oder beziehungsweise der kann nichts fühlen, würde ich mal stark meinen. Ja, soviel zum aktuellen Stand. Wir haben noch eine Fertigkeit. Die können wir noch mal wählen. Wenn der unendliche Kreis rechts unten endlich mal weg ist, so. Was nehmen wir denn? Schatten aufsitzen, das ist dann für den Karagor was Neues. Da heißt der Todesstoß. Das hört sich gut an. Das will ich machen. Das waren ganze 2%, die ich jetzt gespielt habe. Wunderbar. Gut, die restlichen werde ich heute dennoch, hoffe ich, noch schaffen. Und dann hoffe ich auch, die Platinball zu bekommen. Und dann können wir ja schon mit einem neuen Spiel beginnen. Was das sein wird, weiß ich noch nicht, aber es wird auf jeden Fall ein Spiel sein.